Hast du einen Spitznamen? Fabi. Dein besonderes Kennzeichen? Besonderes Kennzeichen? Boah, schwer zu sagen. Im Sport halt immer mein Urschrei, wenn ich Erfolg hatte. Das mag ich ungeheuer gerne. Ich meine, bei dem... Außer Sport. Nee, aber bei dem Leben, das ich bisher hatte, mag ich einfach Ruhe gerne. Einfach chillen, auf der Couch liegen, mal wirklich zur Ruhe kommen. Das mag ich gar nicht. Stress. Egal in welcher Hinsicht. Sei es Stress in der Beziehung, Stress im Sport. Einfach gestresst zu sein, ist so eine Sache, die mag ich überhaupt nicht. Das heißt, wenn du schlechte Laune hast, dann hilft? Meistens Sport. Ja, weil da kannst du einfach Stress abbauen, Dampf ablassen. Mein peinlichstes Erlebnis? Peinlichstes Erlebnis? Ja gut, ich habe ja schon eine Biografie veröffentlicht, da steht drin, dass ich einmal in Flagranti von meiner Mutter mal erwischt wurde. Also das ist dann schon ein bisschen peinlich. Wen ich toll finde und warum? Ich war schon immer ein großer Fan von Muhammad Ali. Klar, ein herausragender Sportler als Boxer. War zwar, klar, alles andere als zu meiner Zeit. Ja, also ist natürlich viel, viel älter und jetzt auch schon verstorben leider. Aber trotzdem, er stand halt auch für das, was er geglaubt hat einfach. Ne? Also war ein Mensch, der hat sich auch nicht verbiegen lassen, hat immer das gesagt, was er gedacht hat und auch probiert, irgendwo positiv auf den Sport, auf die Welt zu wirken. Und das habe ich immer sehr bewundert. Ich mag Musik von? Alter Bridge sagt wahrscheinlich nur den Hardrock-Fans ein bisschen was. Ja, also da bin ich gerne ein bisschen härter unterwegs in der Hinsicht. Deswegen, die Band ist schon klasse. Dein Lieblingstier? Eigentlich schon immer ein Gepard. Mein Lieblingsessen? Pizza. Also immer wenn die Chance sich ergibt, wird eine Pizza bestellt. Und deine Lieblingspizzasorte? Was hast du am liebsten auf der Pizza drauf? Meistens bin ich da relativ einfach mit Diavolo unterwegs, also mit Peperoni-Salami, ein bisschen schärfer, ja. Was trinkst du dazu am liebsten? Oder was trinkst du am liebsten generell? Wenn es um alkoholische Getränke geht, dann ist es entweder Radler oder Weißwein. Das sind halt so die zwei Dinge. Also eins von beiden gemixt, ist nicht so gut. Und wenn es um unalkoholische Getränke geht? Da bin ich eigentlich so dieser typische Apfelschorlen-Typ. Drei Dinge, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest, spontan. Ihr stellt Fragen, ey. Ja, meine Freundin natürlich. Ja, alleine wäre es ja auch langweilig. Wenn es da nichts zu essen gibt, natürlich zu essen. Essen und trinken. Ja, Pizza, so viel wie geht. Ja, keine Ahnung, heutzutage ist man so süchtig vom Handy, ja, also dass man ja doch, wenn da ein Handy empfangen wäre, sein Handy dabei hat. Und zum Schluss, ein Tag ist perfekt, wenn? Wenn die Sonne scheint. Was geht denn so in dir vor, wenn du an deinen eigenen Berufseinstieg denkst? Ja, natürlich auch irgendwo ein bisschen Panik, ja, weil man einfach nicht weiß, was kommt, was wirst du wirklich machen. Der nächste Punkt ist natürlich die Finanzierung. Oft denkt man sich, oh mein Gott, Lateinamerika ist so weit weg, ich hätte da Lust drauf, wie kann ich das bezahlen? Zum Glück gibt es die Möglichkeit, Auslandsbafög zu beantragen.